Stille Tage in Gerdlauken von Marianne Peyinghaus ist in den 80er und 90er Jahren ein Bestseller in Deutschland gewesen. Ein Buch, das damals viele bezauberte und berührte, auch mich. Es ist eines der letzten Zeugnisse vom ländlichen Leben im deutschen Osten vor dem Untergang. Eine Sammlung von Briefen, die eine junge Lehrerin aus Köln schrieb, die 1941 nach Gerdlauken versetzt wurde, ein Dorf zwischen Königsberg und Tilsit. Anfang November, als sie ankommt, fällt Schnee. Alles ist fremd, alles ist exotisch für sie. Aber weil sie neugierig ist und für alles offen, kommt sie gut durch und sie ist für ihr Alter erstaunlich unerschrocken. Es gibt ein Foto von ihr aus dieser Zeit. Darauf wirkt sie ziemlich erwachsen und selbstbewusst. Marianne Günther hieß sie damals noch. In den Briefen an ihre Eltern erzählt sie, wie der Schulrat sie einwies. Mit tiefer Stimme und rollendem R, wie alle Leute hier. Er vereidigte mich feierlichst und weihte mich kurz in die Schulverhältnisse Gerdlaukens ein. Dabei blieb mir die Spucke weg und es dauerte 5 Minuten, bis ich kapierte, dass ich dort die einzige Lehrkraft bin. 115 Schüler in 3 Jahrgängen und nur ein Lehrfräulein. Sie komme sich vor, schreibt sie, wie eine Nichtschwimmerin, die ins Wasser geworfen wird. Vor lauter Reden bekommt sie Halsweh und obwohl manche Jungs ihr auf dem Kopf herumtanzen, benutzt sie nicht den Stock wie damals üblich. Sie hat ihre eigenen Prinzipien. In ihrer freien Zeit streift sie durchs Dorf und knüpft Kontakte zur Oberförsterei. Gerdlauken ist ein Walddorf, interessiert sich für das Leben der Köhler, der Kleinbauern und Handwerker und für die Bienen, die vor fast jedem Haus stehen. Ihre Briefe zeichnen ein Panorama des Alltags, einschließlich des deftigen, kräftigen Essens. Und bald hat sie Anschluss an die Frauen des Dorfes gefunden, trinkt mit ihnen Eierlikörchen und spielt Kartenpartiechen. Sie übernimmt diesen ostpreußischen Diminutiv und interessiert sich auch für Dialekt. Marianne Günther beobachtet fein und sie kann gut zuhören. Und weil sie ihren Eltern immer haarklein alles erzählen will, wird sie zur Ethnologin und entfaltet ihr schriftstellerisches Talent. Weit und breit nur Felder, ringsherum Wald. Er stößt am Horizont mit dem Himmel zusammen, einem weiten, unendlich hohen Himmel, an dem die Wolken jagen. Sie ist verliebt in die Landschaft, ihre Beschreibungen sind voller Poesie. Auch schlechtem Wetter kann sie etwas abgewinnen, dem Matsch und den tosenden Stürmen. Sie ist fasziniert vom Schaktarp. Das ist eine besondere Wetterlage, die in der Memelniederung im Herbst und Frühjahr eintreten kann. Wenn das Eis auf dem Wasser noch nicht fest genug ist zum Gehen, aber schon zu stark für einen Kahn, dann sind die Menschen oft wochenlang von ihrer Umwelt abgeschnitten. Die junge Lehrerin ist meist mit dem Fahrrad unterwegs. Sie braucht es für ihre Dienstwege, aber auch für ihre Ausflüge nach Königsberg, nach Tilsit, in die Memelniederung. Und immer wieder fährt sie auch nach Labjau und auf die Kurische Nehrung. Die Kurische Nehrung ist ein Highlight. Zum ersten Mal sieht sie das Meer und die großartige Dünenlandschaft. Das Hauptgestüt Trakehnen ist nicht weit. Natürlich muss sie dorthin die edlen Pferde sehen. Viele ostpreußische Sehnsuchtsorte kommen in ihren Briefen vor. Sie scheinen vom Krieg fast unberührt. Der Krieg ist fern, bis zum Sommer 1944 bleibt es in den Dörfern still. Im Gegensatz zu Köln, wo Mariannes Eltern leben und die Stadt allmählich in Schutt und Asche versinkt. Und sie macht sich große Sorgen um die Eltern, das spiegeln ihre Briefe. Sorgen auch um den Bruder Wolfgang, der sich zur Waffen-SS gemeldet hat. Sie selbst hält von den Nazis nichts. Sie weigert sich mehrfach, im BDM aktiv zu werden, redet sich raus, sagt, ich habe wahrhaftig als Lehrerin genug zu tun. Ab und zu schreibt sie über die Kriegsgefangenen im Dorf, die Italiener und Franzosen, die dort arbeiten. Und ihr Blick auf die Fremden ist immer freundlich. An manchen Tagen fühlt sie sich total überfordert, weil die Schüler in der Gerdlaukener Schule auch immer mehr werden. Sie ziehen aus Königsberg und Berlin zu wegen der Bombenangriffe zusammen mit ihren Familien.
In den Sommerferien wird sie zum Ernteeinsatz abkommandiert und einmal muss sie nach Polen. Sie lebt dort bei einer Bauernfamilie, die gerade auf einem polnischen Hof angesiedelt wurde. Und sie fühlt mit den vertriebenen Polen. Und als sie dann auf dem Rückweg über Płońsk das jüdische Ghetto sieht, verschlägt es ihr die Sprache. Ihre Briefe sind ein Zeitdokument und am Ende erzählt Marianne Peyinghaus auch eine Liebesgeschichte. Sie lernt nämlich auf einer nächtlichen Zugfahrt eine Studienrat namens Fritz Peyinghaus kennen und die beiden verloben sich schnell, wie das eben damals so üblich ist. Inzwischen ist der Krieg ganz nah. Im Januar 1945 flieht sie über Labiau Richtung Westen. Ihr Fahrrad hat sie dabei. Die Kölnerin teilt das Schicksal der Ostpreußen. Das Kriegsende erlebt sie in Sachsen. Von dort aus schreibt sie weiterhin Briefe an ihre Eltern. Im April 1945 notiert sie den Tod ihres einzigen Bruders Wolfgang. Etwa 40 Jahre später kommen ihre Briefe als Buch heraus. Mitte der 80er Jahre hat Marianne Peyinghaus eine Anzeige in der Zeit aufgegeben, Verleger gesucht für Briefe aus Ostpreußen 1941 bis 1945. Warum, das wissen wir nicht. Vielleicht spielte damals die Perestroika eine Rolle. Gorbatschow machte Hoffnung, dass man in diese Gegenden vielleicht würde wieder reisen können. Es fand sich ein Verleger, der berühmte Wolf Jobst Siedler, und das Buch wurde ein Riesenerfolg. Die Autorin des Bestsellers selbst trat nicht ins Rampenlicht. Bis heute wissen wir nur wenig über sie. Sie lebte in Wipperfürth, ein bürgerliches Dasein mit ihrem Mann Fritz und zwei Söhnen. Als Hausfrau und Mutter, ihren Beruf als Lehrerin übte sie nicht mehr aus. Aber sie schrieb weiterhin gerne Briefe und sie fuhr weiterhin ihr altes schwarzes Fahrrad aus der Kölner Jugendzeit. Nach ihrem Tod 2014 ist dieses Fahrrad ins Museum gekommen. Es ist nicht das Fahrrad, was hier neben mir steht, im Ostpreußischen Landesmuseum. Das von Marianne Peyinghaus steht im Museum der Kreisgemeinschaft Labiau in Otterndorf bei Cuxhaven. Anfang der 90er Jahre, so wird erzählt, ist sie mit ehemaligen Schülern nach Gerdlauken gefahren, ins russische Ostpreußen. Ihre alte Schule steht noch, aber von dem Dorf ist so gut wie nichts mehr übrig. Wer nach Gerdlauken will, muss das Buch von Marianne Peyinghaus lesen. Es ist wieder neu erschienen bei Rautenberg, diesmal mit dem Fahrrad auf dem Titel. Und 75 Jahre nach Kriegsende haben diese Briefe nichts von ihrer Frische und ihrem dokumentarischen Wert verloren.